otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for Girls' Night Out, so I better follow her evil plan. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Life is Strange. Mit mir, dem Cloud von Delivery LP, in der Wintererkältungsedition. Wenn ich etwas heiser klinge, dann tut es mir leid, aber ich wollte das Let's Play jetzt nicht deswegen pausieren. Das fände ich zu schade. Und letzte Zeit sind einfach zu viele Videos ausgefallen, sodass ich es jetzt einfach durchziehe. So, und in der letzten Folge sind wir in der Schule eingebrochen, machen wir auch immer noch quasi. Haben uns die Akten von einigen Schülern geschartert. Und ja, ich gucke jetzt erstmal, was wir als nächstes für Fotos zu machen haben. Ein Vogel, ein Hemd, ein, ich weiß nicht, ist es ein Truck mit einer Flagge, zwei Leute und eine Ameise mit einer Feder. Okay. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Go Otters. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Getränkautomat. I would love a soda, but I just get wired. Na gut, ich glaube, viel ist hier nicht zu entdecken. Frauenumkleide. Hier gibt es noch irgendwelche Anzeigen. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung. Beträchtlich für meinen gestohlenen Ruck zusammen mit meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet. Ich brauche den Kram für die Schule und auf dem Tablet private Fotos meiner verstorbenen Katze. Ruhe in Frieden. Also zahle ich einen Finderlohn, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Hinweise hast oder meinen Rucksack zurückgeben willst, du hast meine Kontaktdaten. Bitte. I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich. Dann verbreite die Nachricht. Werde noch heute ein Umweltvolontär. Für weitere Informationen www.icecapped.uo. Und I actually don't have the time to investigate this caper. Schwimmbrille verloren. Ich gebe zu, ich bin ein Trottel und habe meine FlexiWave Schwimmbrille verlegt. Dem Finder winkt ewiger Dank und ein 25 Dollar Bean Hip Kaffee Gutschein. Kontakt Ray Siren, rsiren at blackwoodacademy.ed. Okay. Wahrscheinlich werden wir die nicht finden, aber es ist auch relativ egal. So, Chloe. Boys or girls? Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Hab's geahnt. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Ja, vor allem das Duckface-Bild in der Mitte. Ja gut. Haben wir sonst noch irgendwas zu entdecken? The wit, it burns. Kate, Schließfach. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Arcade Bay, Buslinie 1, Portland, Fahrkarte. 2.10.2013, 18 Dollar. Irgendeine Nummer verfällt am 31. Dezember 2013. Das Ticket ist ja schon seit 3 Jahren verfallen. Flossen. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy Frogmen here? Handtücher. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Ja, dann nimm noch 2, 3 weg. Fällt wahrscheinlich eh nicht auf. Eine Socke. Where does that other sock go? Ja, mysteriös. Brooks Schließfach haben wir da noch. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Autokino. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay. Wo ist denn jetzt Chloe hingerannt eigentlich?
Those are some musty ass old shirts. Huh. Yuck. Da ist noch ein Raum. I hope so, friend. Rich Libites. Well, we care, dickhead. Kate, I don't care, God. Victoria Chase rules. This isn't a desperate cry for attention or anything. Sorry, Rachel. Ja, sie ist natürlich immer noch vermisst. Und na komm. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Und ein Spiegel. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Like a snoop. Ach, da sitzt er schon. Okay. Wir werden uns aber erstmal noch hier ein bisschen weiter umsehen, würde ich sagen. Das Büro vom Lifeguard, vom Rettungsschwimmer. Suchen. Yes, we get it. Otters. Ja, komm. Die Otter interessieren sich wirklich. Anschalten. Natürlich hat Chloe zufällig ein Bikini bei. Rein zufällig. Na, ich würde das gerne sehen, das Whiteboard. So, the big plan is win. Ja. Guter Plan. Da geht's. Na, haben wir noch einen Kürbis? Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Haben wir noch einen Becher. Coffee and swimming. Good combo. Kaffee geht doch immer, oder? I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Ja, ich will natürlich versuchen, ob ich hier irgendwo noch Time to do or dive, Max. Ist das die Jungenklappe? Ja, ist es. Erkennt man ja an den schönen Toiletten. It's nice to know Victoria loves something besides herself. Ja, gut. No worries, it's all bad. Sometimes. Eine E-Zigarette. Some poor hipster lost their vape. Zachary's Trikot. No way am I touching Zach's jersey. Ein Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Okay, damals. Ah, warte, ich wollte es lesen. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Victoria, hey, ich habe unanständige Dinge im Sinn. Zach, cool, was trägst du? Und Vic? Nur meine Kristallhalskette und mein Handy. Heiß. Was hast du an? Ich bin in der Umkleide, nur ein Trikot an. Sitz auf mein Football. Ja. Okay. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Okay, ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu finden. Herrenumkleide, eine Jacke noch. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Logans Schließfach haben wir hier noch. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arschloch. Murscht, Arschloch. Naja. Aber ich sorge mich immer um dich und. Aber ich sorge mich immer noch um dich. In Liebe, Logan. Aha. Sex me up. Boys locker room is right. Ja, okay, wir gehen jetzt mal Richtung Wasser. Würde ich sagen. Wir können gerade nicht rennen anscheinend. Doch, können wir. Hier schon. Poolspielzeug. Just when I thought it was safe to go back in the water. Ich möchte noch einmal rumlaufen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu finden. Vielleicht sogar ein Foto. Wobei das nächste Foto wäre das Hemd. Glaube ich. Oder der Vogel. Aber ich glaube, ich finde beides nicht. Ich gehe noch einmal herum. Und dann sprechen wir mit Chloe. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Oh, nee. Ich dachte, da war was.
Lass mich raten, ich muss drumherum laufen. Wo ist denn Chloe? Da sind ihre Klamotten zumindest schon mal. Ach, Chloe ist im Wasser. Reden. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Oh shit. Hi. Wir sollten hier ganz schnell raus, würde ich sagen. Aber wo geht's hier nochmal raus? Hiding spot, or both. Where are they? Hello? Oh shit. Ich bin ganz fix in die Kabine weiter.
Ich rewinde mal so ein klein bisschen. Where are they? Hello? Oh Mann, es war klar, dass sowas passiert. Die Frage ist, bin ich hier sicher? Oder guckt auch in den Gang hier rein? Hello? Anybody there? Nein, nein, hier ist niemand. Geh weiter. Gut so. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Upsala, ich geh mal hier vorbei. I got a flashlight and a stick. We are so invisible. Let's bail. Seid nur noch lauter. Mehr Glück als Verstand. Turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Gut, damit wenn wir aus der Schule raus wohnen, nicht entdeckt, prima. Und ein neuer Morgen bricht an. Jetzt schon Selfie wirklich am frühen Morgen herkommen. Always remember this moment. Photobomb! Photo Hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Nein, wir bleiben noch ein bisschen liegen, würde ich sagen. Ich höre jetzt ein bisschen die Musik an, entspann ein wenig. Es ist ja noch früh. I'm so wiped out from last night, but it was awesome.
I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell Gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Ob irgendwas kommt, sieht nicht danach aus. Doch. Okay, ich würde sagen, ich stelle es mal auf. Okay, I need to get dressed now. Warren. Bin froh, dass du letzte Nacht nicht die Blackwell gesprengt hast. Wobei, by the way, das Autokino ist ziemlich beliebt, also kaufe ich jetzt die Ticks. Das Popcorn besorgen lasse ich dir. Anders gesagt, jetzt gebe ich keinen zurück mehr. Und mehr haben wir auch anscheinend nicht. Da sind unsere Klamotten, da ist Chloe hier. Sehen Sie einmal an. Chloe from the handicapped fund. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yeah. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer, and she wanted to be a model. Huh. Hey, lazy ass, put some clothes on. Then we can scarf the awesome breakfast Joyce is cooking. Ja, ist ja gut. Wir ziehen uns an. Ugh. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Okay, wir dürfen uns von ihr kleiden anscheinend. Kleiderschrank öffnen. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Clickbaiten oder nicht clickbaiten? Ach komm. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Können wir uns hier was aussuchen? Nö, wir können es ansehen und anziehen. Rachel's style is a little more subtle. Like me. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first.
I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Ich muss sagen, das sieht aber gut aus, das Outfit. Ich guck mal in die Schublade. I don't think I'll be moshing today. Ja, okay, dann nicht. Okay, wir sollen nach unten gehen. Brieftasche untersuchen. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Kondome, Kondome. Burgers, please come back. Bustickets. Don't be a dummy, cover your willy. Ah ja, okay. Können wir denn nochmal mit... Ja, nee, machen wir jetzt nicht an. Laptop gucken wir uns auch nochmal an. At least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagieren auf einen Einbruch und Vandalismus an der Blackbull Academy gegen 1:30 Uhr nachts. Die Polizei hat nicht bekannt gegeben, ob es Verdächtige gibt. Vorfall. Polizei verhaftet nackten Mann mit Schwert im Up All Night Donuts in der Pekinpa Road um etwa 8:52 Uhr. Der unbekannte Mann wird angelastet, unter Einfluss von Energy Drinks und Methamphetaminen zu stehen. Er bleibt für weitere Ermittlungen in Gewahrsam. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Studentin ist in stabilem Zustand. Nach einem öffentlichen Suizidversuch an der Blackwell Academy befindet sich Kate Marsh den Berichten zufolge in einem stabilen Zustand unter Aufsicht des Arcadia Bay Krankenhauses. Weitere Informationen sind derzeit nicht verfügbar. Ist ja schon mal gut zu wissen, dass sie in einem guten Zustand ist. Können wir nochmal mit Chloe reden? Ja. Check you out, Max. Ready for the runway. Ich finde das aus, hat echt was. Ist nicht so kaputt und oh, was soll's. Wir gehen mal raus. Oh my god, that smells so amazing. Kate! Also, Max, ich danke dir von Herzen für deine helfende Hand auf dem Dach. Du bist die Einzige, die an der Schule für mich da war und sich wirklich gesorgt hat. Ich muss daran glauben, dass du gesandt wurdest, um mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist ebenfalls dankbar. Du wirst immer Teil unserer Gebete sein. Liebe und Segen, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass du okay bist. Ich besuche dich so schnell, wie ich kann. Versprochen. It's like when we were kids here. Spiegel. Handtuch. No way. That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Da sitzt sie immer noch rum. Ist das der Vogel, den wir fotografieren sollen? Na gut. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Okay, ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge langsam. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es wieder heißt, Life is Strange, wenn es dann weitergeht mit Episode 3. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Habe ich das gerade schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Egal, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.